bis jetzt der beste No-Hugs-Drop, den wir gesehen haben. Wir schauen uns mal wieder den einen oder anderen Release an. Zwei davon haben wir jetzt am Wochenende anstehend, nämlich zweimal Brands, die mit No anfangen. Anfangen wahrscheinlich. Einmal No Hugs und einmal No Face Studios. Beide releasen am 8.8. Einmal die Brand von UFO 361 und einmal No Face von Louis. No Face Studio wollt ihr haben als erstes? Okay, let's go. Wir fangen wie immer ganz vorne an. Ich glaube, da gibt es kein Promo-Video, kein Teaser, was auch immer. Aber juckt auch nicht. Wir schauen uns einfach mal die einzelnen Bilder an. Wir fangen mal bei den Vibigen an. Und ganz am Ende kommen wir dann zu den Shop-Bildern, wo man die Sachen dann nochmal ein bisschen detaillierter sieht. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob immer alles komplett Teil der Kollektion ist, wie zum Beispiel ja dieser Hut oder diese Mütze, die der Kollege hier aufhat. Ich glaube, so hat der Chat zumindest mir gerade schon verraten, dass man auf die Website von No Face Studios gehen kann und dann sieht man da auch schon die Preise und so. Deswegen schauen wir da auch nochmal. Hier sehen wir eine Weste mit einer Hose. Hier noch ein anderes Set, würde ich schon fast behaupten. Ja, bestehend aus dieser Pants. So ein bisschen auf Jäger angelehnt. Kennt ihr diese Jägerhosen, wo man halt diese ganzen Kartuschen fürs Gewehr reintut? Das erinnert mich ein bisschen daran, diese Pockets hier letztendlich. Ein Strickpullover ist anscheinend auch mit dabei. Und nochmal die passende Jacke dazu. Hier nochmal ein paar andere vibige Bilder. Dann noch eine zweite Jacke. Ich glaube, die habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Okay, hinten sehen wir diese Pockets überall. Der Kollege wird einfach abgeschleppt. Gibt es diese Hose auch dazu oder nur den Strickpullover? Weil die Hose habe ich bis jetzt noch nicht im Detail gesehen. Zumindest sieht die hier nach einer aus, die ich ja noch nicht gesehen habe, weil die so hell bzw. weiß aussieht. Oder ist das diese hier? Nee, das kann ja gar nicht sein. Zehner, wenn die mit dem Blitz so hell wird. Hier sehen wir sie. Okay, genug von dem weibigen Teil. Wir schauen mal lieber hier ins Detail. Wir sehen einen Strickpullover. Destroyed Handmade in Germany. Knit 2.0. Ich glaube, den gab es so oder so ähnlich schon mal. Hatten wir uns auch gemeinsam angeschaut. Ich weiß jetzt nicht, ob die Pants einfach nur angezogen wurde, um den Look halt zu vervollständigen. Oder ob das auch Teil der Kollektion ist. Weil sonst kann ich mir vorstellen, wäre die hier mit aufgeführt. Ja, Strickpullover. Strickpullover finde ich cool. Ich finde es sehr nice, aber ich hätte es definitiv anders gemacht. Ich kann es auf jeden Fall fühlen. Ist halt sehr, sehr durchsichtig. Muss man halt gucken, wie man das Ganze dann rockt. Man kann es natürlich ohne nichts tragen, wie das Model es jetzt hier trägt. Ich glaube, ich wäre dann halt mehr der Typ, der da zumindest einen Tanktop oder so drunter anzieht. Mir gefällt auch, dass diese Asymmetrie in den Ärmeln, wobei die Ärmel mir schon fast zu lang sind. Es ist hier halt kein Bund oder so. Und dann hast du halt immer das Problem, dass der Ärmel halt so über die Hand rutscht. Da kriege ich immer einen halben Rappel bei. Kann auch nice kommen, aber das Piece absolut stabil. Vielleicht sogar mein Favorite Piece kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Dann einmal das Set oder die Kombination aus Jacke und Hose. Gerade schon angesprochen, diese vielen Pockets als Hauptidentifikationsmerkmal. Wie gesagt, erinnert mich ein bisschen an so einen Jäger, der seine Patronen mit dabei hat. Und dann hier die ganze Zeit oder hier alles vollstopft. Finde ich auch cool. Ist mir ein bisschen too much, aber kann ich auf jeden Fall appreciaten. Das ist eine gute Sache, die ich jetzt einmal wegnehmen möchte. Louis macht das seit 1-2 Kollektionen sehr gut. Und das habe ich ja auch schon letzte Mal bei der ADR-Kollektion angesprochen. Das ist nicht mehr, zumindest ist das mein Ziel, meine Ambition. Also nicht nur coole Pieces machen, sondern ganze Looks. Versteht ihr, was ich meine? Ein T-Shirt machen kann jeder. Aber das Ganze so, ja, als ganzes Outfit zu präsentieren. Wie jetzt zum Beispiel hier, weiß ich nicht, die Hose passend zu der Jacke, dazu vielleicht noch ein passendes T-Shirt, whatever, wird immer mehr so das, was ich im Kopf habe. Und ich finde, Louis macht das schon sehr gut und hat das auch bei der letzten Kollektion, war es glaube ich, die wir uns angeschaut haben, schon sehr nice rübergebracht. Und das auf jeden Fall wollte ich ja definitiv einmal ansprechen. Hat natürlich auch den Vorteil, dass man sich als Kunde direkt zwei Pieces kauft. Kann mich nicht entscheiden. Ach komm, pack beides ein. Und dann noch der dritte Look oder hier der erste Look.
einmal die Weste, die ich sehr nice finde, und die Hose, die ich nicht so nice finde. Ich kann natürlich verstehen, dass beides so Hand in Hand geht, wie ich ja gerade angesprochen habe. Aber ich finde die Hose so ein bisschen mit diesen Sachen, die hier so runterhängen. Ich will nicht sagen auf Krampf, aber weiß ich nicht. Da finde ich es bei der Weste schon deutlich, deutlich krasser umgesetzt. Da gefällt es mir sehr, sehr, sehr gut. Und um die Hose, weiß ich nicht. Das wäre mir hier dann ein bisschen too much. So, also too much so von, nicht so von der Art und Weise, sondern so ein bisschen, das würde mich stören. Aber die Weste ist krass. Die Weste ist wirklich sehr nice. Die Weste ist baba baba. Gehen jetzt nochmal auf die Website. Oh, hier sehen wir die Sachen. Ah, stimmt. Diese Jacke haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Ist ein bisschen untergegangen. Ja, nicht das schwächste Produkt, aber haut mich jetzt nicht so aus den Socken. Weste. Super krass. Mein Favorite Piece der gesamten Kollektion, sage ich so, wie es ist. Die Hose taugt mir nicht so sehr. Der Knit ist sehr nice, wäre aber auch nichts für mich. Da ist mir ein bisschen zu lang geschnitten und die Ärmel sind mir auch zu lang. Aber an sich, sehr, sehr nice Kollektion. Absolute Props dafür. Und klar sind die Preise, Freunde. Preise sind natürlich ein bisschen höher angesiedelt. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass das auch Pieces sind, die jetzt nicht jeder irgendwie mit rumlaufen würde. Oder rumlaufen wird. Es ist halt auch eine andere Stilrichtung als jetzt zum Beispiel ein Peso oder ein 6PM. Lässt sich nicht so einfach miteinander vergleichen. Es sind einfach zwei verschiedene Herangehensweisen. Klar sieht man bestimmt auch hier gewisse Elemente, die man auch woanders schon gesehen hat. Aber Freunde, ich finde es nice, dass wir einheitliche Looks haben. Ich finde es cool, dass das auch mal ein bisschen in eine andere Richtung geht. Ja, das ist einfach, einfach auch von der Ästhetik oder vom Stil her was anderes ist. Und auch natürlich vom Preissegment ist das auch eine andere Geschichte. Die Sachen sind teilweise, ich weiß nicht, ob alles handmade ist, aber hier steht zum Beispiel, dass die Weste handgemacht ist, die Hose dazu, der Strickpullover. Ich finde es nice und angebracht, deswegen absolut legitim. Was ist denn euer Feedback, Freunde? Hier der Chat feiert es. Teilweise wird der Preis halt negativ hervorgehoben. Kann man halt nicht tragen, außer für ein Insta-Bild. Ah, okay. Sehe ich anders tatsächlich. Sehe ich anders. Also wer es gewohnt ist, mit Cargo-Pants und Jordan 1ern durch die Straßen zu rennen, der wird wahrscheinlich jetzt nicht mit dem Knit oder wird sich wahrscheinlich nicht in dem Knit wohlfühlen. Aber ich glaube, das ist dann auch nicht die Zielgruppe, für die das abgesteckt ist. Ich finde die Hose zum Beispiel nicht tragbar. Das war auch gerade so ein bisschen meine Kritik, ich geäußert habe, dann fällt hier, dann geht der Knopf ab und dann schleift das auf den Boden. Darauf hätte ich nicht so Bock drauf, sage ich euch ehrlich. Deswegen hätte ich das einfach anders umgesetzt. Aber zum Beispiel selbes bei der Weste finde ich dann schon absolut tragbar. Props an Louis und viel Erfolg für den Drop jetzt am Sonntag. Machen wir weiter mit No Hugs. Instagram, relativ wenig Bilder vorhanden. Chat hat aber gerade schon angekündigt, dass es irgendwo ein paar mehr Detail-Bilder geben soll. Die schauen wir uns natürlich auch an. Aber wir fangen erstmal hier an. Das ist ein älterer Post, wenn es mich nicht täuscht. Ah, nee, gar nicht wahr. 26. Juli. Da wurde quasi die Kollektion angekündigt. Dann haben wir hier ein Bild mit hinten so auf Tour-Dates angelehnt. No Hugs. We Die Lonely. Erinnert mich so ein bisschen. Hat das nicht so ähnlich mal Max gemacht? Nicht nur Max hat das so gemacht. Ich denke mal, das ist so eine Standard. Standard hört sich böse an, aber so eine übliche Form von so Tour-Merch zum Beispiel. Ich glaube auch, also wie gesagt, ich habe es schon mal bei Max gesehen. Davor hatte ich es schon mal bei Vetements gesehen. Ist so ähnlich wie zum Beispiel vorne links auf der Brust im Print. Haben wir auch schon öfter gesehen. Aber wenn man es macht, dann kann man es, also kann man jetzt nicht irgendwie davon reden, dass es abgeguckt, dass es so und so, sondern es ist einfach in einer Art und Weise, das Ganze zu platzieren. Fällt mir aber hier sogar ganz gut, muss ich sagen. Auch die Farbkombination aus dem Roten mit dem Weißen und dem Schwarzen ist legitim. Und hier wird es dann schon ein bisschen spannender. Okay, wir haben einen pinken Hoodie. Pferd mit Flügeln drauf. Aha. Pants ist die Teil, ich weiß es nicht. Dann noch einen weiteren Hoodie in Schwarz. Wolken drauf. Noch eine Pants. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Balmain Pants. Dieses Artwork kennen wir, glaube ich, schon, wenn es mich nicht täuscht. Dann dieselbe Pants, die wir gerade in Grau gesehen haben, noch in Schwarz. Okay, ich brauche mehr Detailbilder, weil das hat mir jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Alright, mit so leichten Distressed Look. Und hier sehen wir dann den Backprint, den wir gerade schon gesehen haben. War der gerade nicht auf einem T-Shirt drauf? Aha, doch. Gibt es anscheinend auch als T-Shirt, aber auch als Hoodie. Okay, weiß ich Bescheid. In Ordnung, das Piece. Also, klar ist jetzt nicht der komplette Mindfuck, aber es ist ein cooles,
cooles Ding. Auf jeden Fall. Also hinten gefällt es mir relativ gut. Vorne hätte man vielleicht ein bisschen mehr rausholen können. Passt aber zum Konzept von dem Hoodie. Muss ich sagen. Also bis jetzt ein gutes Piece. Dann ein Zipper. Vorne links auf der Brust einen Stitch. Und hinten das. Das kenne ich, glaube ich, schon irgendwo her, Chat. Dieses Artwork. Kann es sein, dass das schon mal rausgekommen ist? Oder habe ich es irgendwo bei UFO in der Instagram-Story gesehen und wurde da quasi schon ein bisschen mit gespoilert? Taugt mir nicht so ganz, muss ich sagen. Also hinten, ja. Aber vorne das hier, das gefällt mir gar nicht. Auch so von den Farben, dieses Lila mit dem Roten. Finde ich nicht so nice, um ehrlich zu sein. Dann einmal ein weiterer Hoodie mit so einem Tornado. Ist das Tornado, Vince? Ich weiß es nicht. Wo so Engelchen rauskommen, aber dann doch keine Engel, sondern mehr so Teufelchen. Ich weiß nicht so recht. Und das Ganze gibt es auch als T-Shirt und halt als Detail noch No Hugs Stitched. Ja, geht so in die Richtung, was wir in den vergangenen Kollektionen gesehen haben. So ein bisschen in die Richtung hiervon. Ich finde es vom Artwork gar nicht mal so schlecht. Hat mir der hier weniger gefallen, um ehrlich zu sein. Aber ich finde, das sieht hier gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es nur so auf den Bildern rüberkommt, aber es sieht so aus, als wäre hier, weiß ich, der Print an sich so draufgeklebt. Oder wisst ihr, was ich meine? Es kann aber auch nur wirklich am Bild liegen. Aber vom Artwork gefällt es mir eigentlich. Dann der pinke Hoodie mit dem Pferd und den Flügeln drauf. Da muss ich sagen, das gefällt mir gar nicht. Das ist für mich auch das schwächste Piece, um ehrlich zu sein. Also nicht nur, weil die Farbe irgendwie laut ist. Darüber kann man sich jetzt streiten. Aber das Artwork an sich erinnert mich sehr, sehr an das Ding. Und das hat mir damals auch schon nicht gefallen. Und das taugt mir nicht. Das Ganze gibt es auch als T-Shirt. Das T-Shirt kommt schon besser. Auch in dem Colorway gefällt es mir besser. Aber haut mich immer noch nicht aus den Socken. Und dann noch ein Basic No-Hug-Sweater, ebenfalls in so einem Infrared, wenn es mich nicht täuscht, mit so Distress-Löchern dran. Distress-Optik ist voll schwer, das gut, richtig gut umzusetzen. Hier sieht es ein bisschen, by the way, auch noch ein Backprint. Den finde ich tatsächlich ganz nice, auch dass das Ganze so auf dem Kopf steht. Das finde ich cool umgesetzt. Aber diese Distress-Optik sieht, weiß nicht, sieht ein bisschen lost aus, um ehrlich zu sein. Das Ding ist, Distress-Optik sieht halt meistens geil aus, wenn es natürliche Löcher sind, die einfach so mit der Zeit entstehen. Und wenn man das halt künstlich irgendwie ja selber machen will, dann reicht es halt nicht irgendwie da mit einer Schere so reinzuschneiden, sondern, weiß nicht, da muss man, es ist schwer, das Ganze umzusetzen. Aber hier, weiß nicht, hätte ich ja wahrscheinlich eher weggelassen. Ja, aber ansonsten jetzt auch mehr so ein Basic Piece. Und ich glaube, das war's dann. Right? Du hast den schwarz-roten Hoodie vergessen. Den Hoodie hier, den habe ich nicht vergessen, sondern extra weggelassen, weil ich glaube nicht, dass der Teil von der Kollektion ist, weil hier One of One steht. Finde ich aber schade, weil das Piece, finde ich so von der Optik, also vergiss mal jetzt dieses Branding, von der Waschung und so, finde ich den am wildesten. Every Hoodie is slightly different. Okay, nice. Also doch Teile von der Kollektion. Alright, habe ich falsch überflogen. Gefällt mir. Gefällt mir gut und ich sage euch so, wie es ist. Bestes Piece der gesamten Kollektion. Jetzt schon. Ich dachte mir die ganze Zeit, warum haben die den nur One-of-One gemacht? Ich dachte so auf Special Item für UFO. Das ist für mich das beste Produkt. Ich finde dieses Verwaschene, dieses Bleachte, whatever, super, super nice. Ob es jetzt dieser Colorway sein muss, sei mal dahingestellt. Ich glaube, den gab es schon mal in so einem Blauton. Irgendwas habe ich doch hier gerade gesehen. Na, hier. Hier fand ich es nicht so cool. Hier deutlich stärker. Also für mich das beste Produkt der Kollektion. Ich finde diesen hier auch cool. Gerade der Backprint gefällt mir auch als T-Shirt nice. Mir gefällt dieses Artwork gar nicht. Mir gefällt hier, ja, diese Distress-Optik auch nicht. Das Artwork vorne ist auch nicht schlecht. Und das gefällt mir leider auch nicht. Aber wir haben noch Hosen am Start. Und zwar gerade der Chat, dass die Hosen mit vorne der Tasche, nämlich diese hier, online kommt. Sieht aus, als wäre das so eine Sweatpants, wo vorne Taschen angeknallt wurde. Ich finde die Taschen sind nice, aber irgendwie nicht zu der Hose. Ich finde die Tasche nice. Die sind cool, so mit Double Zipper, dann noch so einen Karabinerhaken, super nice gemacht. Aber ich finde, also kann natürlich auch sein, dass das jetzt nur nach so einem Sweatstoff aussieht, aber es sieht aus wie so eine normale Jogginghose, die jetzt auch zum Beispiel von Nike oder so sein könnte, wo dann einfach vorne auf dem Oberschenkel der Taschen draufgeklatscht wurde. Guck mal, bevor ich die bewerte, würde ich die ganz gerne eigentlich nochmal detailliert sehen. Kann ich jetzt leider nicht. Ich finde es beim Schwarzen sieht es besser aus. Also da sieht es irgendwie gewollter aus. Hier sieht es so ein bisschen auf selbstgemacht. Also das sieht selbstgemacht aus. Versteht ihr, was ich meine? Ich finde den Ansatz aber super nice. Also wirklich
Baba-Baba-Ansatz. Ich weiß nicht, ob ich die Taschen nicht lieber doch seitlich dran gemacht habe, weil, um die vorne dran zu machen, fehlt noch mehr, also fehlen Taschen. Ich fände es super nice, wären vorne hier die Taschen so, wie sie jetzt sind, aber dann hier unten nochmal eine Tasche, seitlich zum Beispiel. Dann wäre schon wieder eine andere Geschichte. Aber so wiegt es ein bisschen verloren. Gerade beim grauen Colorway. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass hier auch mit Hosen gearbeitet wird. Was wir ja bei so normalen Rappern, Marken nicht so häufig sehen. Meistens gibt es da T-Shirts, Hoodies und Sweater, that's it. Hier sehen wir jetzt zum wiederholten Mal Hosen. Ich glaube, alles in allem muss ich sagen, man sieht eine Steigerung zu der letzten Kollektion. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass da ein bisschen... Weiß nicht, das holt mich noch nicht hundertprozentig ab. Das holt mich noch nicht hundertprozentig ab. Da fehlt irgendwie noch so... Vielleicht fehlen auch noch weitere Kollektionen, um das Ganze abzurunden. Es gibt aber immer mal wieder so Graphics, die mir persönlich einfach nicht gefallen. Aber dafür sind nice Ansätze mit dabei. Zum Beispiel, wie gesagt, dass bei den Hosen die Pockets, aber auch sowas hier in dieser Batik-Optik gefällt mir gut. Da hätte ich zum Beispiel super, super gerne so einen grau-schwarzen Colorway gesehen. Was ist eure Meinung? Ich finde, durchwachsene Kollektion, um ehrlich zu sein, da sind starke Pieces als auch schwächere Pieces mit dabei. Aber ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, bisher, bis jetzt, der beste No-Hugs-Drop, den wir gesehen haben. Ich wünsche natürlich auch allen Beteiligten dafür viel Erfolg. Kommentar vom Chat war zum Beispiel noch, dass das No-Hugs alltagstauglicher oder tragbarer sei als No-Face-Studios, was wir vorab gesehen haben. Was ich auch erwähnen muss, ist auf jeden Fall, dass No-Hugs sich auch neue Sachen antraut, wie zum Beispiel die Hosen. Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir sogar irgendwie Strickware mit dabei, was natürlich jetzt nicht so als normale Rapper-Brand üblich ist. Deswegen auf jeden Fall dafür schon mal Props. Ich glaube, es würde vielleicht nur mal so als Denkanstoß, wenn ich hier so drüber gucke, nicht auf jedem Piece muss relativ groß No Hugs draufstehen. Fällt mir gerade auf. So überall ist relativ groß Branding vorhanden, was nicht per se immer schlecht sein muss, aber das ist jetzt gerade so eine Geschichte, die mir auffällt und ja, die man vielleicht in Zukunft, wenn man denn überhaupt will, vermeiden kann. Naja, zusammengefasst, zwei Kollektionen uns angeschaut, die verschiedener, ja, die doch schon ziemlich verschieden sind. Ich wünsche dennoch beiden viel Erfolg für den Drop jetzt am Sonntag. Und ich bin gespannt, was da noch kommt, Freunde. Gerade jetzt ohne Witz, gerade bei No Hugs bin ich auf die nächsten Kollektionen gespannt. Weil wie gesagt, ich glaube, umso mehr Kollektionen wir sehen, umso runder wird das Ganze.